Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video meiner Serie der Do-It-Yourself-Kosmetik. Und heute möchte ich mit euch eine Reinigungsmilch machen. Und hierfür benötige ich als Material erstmal ein Becherglas, das habe ich hier von 400 Milliliter insgesamt. Dann eine Küchenwaage und einen Kochtopf. Ich habe hier so einen ganz normalen Stieltopf, da kann ich ein Wasserbad mit drin machen. Und einen Rührstab. Das ist ganz wichtig und ihr benötigt zum Abfüllen dann natürlich diverse Fläschchen. Also ich habe hier leider keine 200 Milliliter bis 300 Milliliter, sondern das hier sind 100. Und dann habe ich noch mehrere kleinere 50 Milliliter, wo ich das Ganze dann abfüllen werde. Also ihr solltet ungefähr euch darauf gefasst machen, dass eine Menge von 200 bis 300 Milliliter entsteht und dann eben auch die entsprechenden Abfüllgefäße bereithalten, sowie einen Trichter. Dann geht das ganz einfach, ohne groß zu kleckern. Diese ganzen Materialien sowie auch die Zutaten, die ich euch gleich benennen werde, bekommt ihr über einen Link, den ich euch unter diesem Video in der Infobox hinterlege. Dort bestelle ich auch immer meine ganzen Zutaten und auch einige meiner Materialien, die ich dafür benötige. Auch die Tropfflaschen bekommt ihr dort und als Zutaten benötigt ihr zum einen Bienenwachs. Hierbei ist es völlig egal, ob ihr gelbes oder weißes Bienenwachs nehmt. Da gibt es zwei unterschiedliche, aber ihr könnt beide dafür verwenden. Und dann habe ich hier Lanolin, Weizenkeimöl. Dann habe ich hier Kamillenwasser Blau in Bioqualität und Aloe Vera Zehnfach. Und außerdem benötigt ihr destilliertes Wasser. Da habe ich mir hier so einen Kanister geholt. Solche Kanister mit destilliertem Wasser habe ich hier 2 Liter. Bekommt ihr in der Regel bei den Putzmitteln in Supermärkten und Drogeriemärkten oder aber da, wo es Autozubehör gibt bzw. Autoputzzeug. Dort findet ihr destilliertes Wasser und das benötigen wir auch für unsere Kosmetik. Und wie immer sei an dieser Stelle hinzugefügt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten losstarten. Und falls ihr schon gesehen habt in meiner Playlist, es gibt bereits ganz viele weitere Do-It-Yourself-Kosmetik-Anleitungsvideos von mir. Also schaut mal rein, ich werde mich Stück für Stück durch die komplette Kosmetik-Artikelserie hindurcharbeiten, dass wir für alles Mögliche was Selbstgemachtes haben. Und ich mache es zum einen, weil ich eben wissen möchte, was in meiner Kosmetik drin ist, was ich mir immer fleißig auf die Haut kleistere und eben auch, um Stück für Stück immer mehr Wegwerfplastik zu reduzieren. Also wie ihr seht, das meiste habe ich ja bereits schon hier in Glasflaschen. Diese Plastikflaschen finde ich deshalb hier nicht schlimm, weil ich die immer auswasche und wiederverwende. Deshalb kann ich das vertreten und auch weitere Zutaten. Ich kann hier sehr viel mit herstellen, wofür ich, wenn ich gekaufte Produkte nehme, sehr viel mehr Wegwerfplastik produziere. Aber vielleicht werden die Hersteller auch hier irgendwann mal etwas nachjustieren und auch diese Plastikprodukte gegen Glas oder irgendwas anderes austauschen. Aber somit habe ich hier schon mal ganz viel Wegwerfplastik reduziert und jetzt lasst mich nicht länger sabbeln. Ich will endlich loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, also ich habe jetzt hier schon mal abgewogen. Einmal 5 Gramm von dem Bienenwachs und 5 Gramm von dem Lanolin. Das ist so eine, ja, ähnlich wie eine Creme. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze aus. Und von beiden 5 Gramm abgewogen und ja, in ein Wasserbad gegeben. Ich erhitze das jetzt vorsichtig. Es darf natürlich nicht kochen. Also das Wasser sollte nach Möglichkeit auf gar keinen Fall zum Kochen gebracht werden, sondern einfach nur ein bisschen hitzen, dass es beides miteinander verschmilzt und flüssig wird. Und ja, das mache ich jetzt auf kleiner Flamme. Das kann ein bisschen dauern. Und dann geht es gleich weiter zum nächsten Schritt. Und während das Ganze am Erhitzen ist, gebe ich jetzt insgesamt 100 Milliliter, also insgesamt hier die gesamte Flasche, von dem Weizenkeimöl hinzu. Ganz vorsichtig. Und dann kann das zusammen, diese 3 Zutaten, erstmal in aller Ruhe erhitzen und miteinander verschmelzen. Und dabei nicht vergessen, regelmäßig umrühren,
damit sich das auch gut miteinander vermischt. Also immer wieder regelmäßig umrühren. Das ist ganz wichtig, damit hier nichts unten an dem Glas anbappt. Und die Zutaten sich natürlich auch miteinander gut vermischen. So, es ist jetzt alles miteinander verschmolzen und aufgelöst. Und jetzt kommt das Kamillenwasser ins Spiel. Und zwar gebe ich die kompletten 50 Milliliter, also die komplette Flasche, vorsichtig hier rein. Und dann kommen noch circa 200 Milliliter von dem destillierten Wasser hinzu. Vorsichtig. Und schön miteinander verrühren. Dann kommt noch natürlich die Aloe Vera hinzu, das Aloe Vera Zehnfach. Insgesamt gebe ich 10 Tropfen davon hinzu. Und alles gut miteinander verrühren. Wenn ich gleich das Ganze ja fertig gerührt habe und den Herd ausschalte, das ein bisschen abgekühlt ist, dann fülle ich das ja in die Flaschen ab. Und bevor ich das jedes Mal auf mein Gesicht auftrage, müssen die Flaschen natürlich ordentlich durchgeschüttelt werden, weil sich hin und wieder mal die Fettschicht ein bisschen absetzt von dem Wasser, was ich gerade hinzugefügt habe. Und damit alles gut miteinander wieder vermischt ist und alles gut aufs Gesicht aufgetragen wird, müssen die Flaschen vor dem Benutzen, also bevor ich mein Gesicht reinige und bevor ich es aufs Wattepad auftrage, immer noch mal gut durchgeschüttelt werden. Aber erstmal rühre ich hier noch mal alles gut durch und vermenge alles miteinander, bevor ich es gleich in die Tropfflaschen gebe. So, ich habe jetzt meine Reinigungsmilch in diverse Flaschen abgefüllt. Habe hier mal zum Testen ein Wattepad dabei. So, und so kommt die Reinigungsmilch dann rausgetropft und man kann sie wunderbar auftragen. Das ist ein sehr angenehmes, kühlendes Gefühl. Also ich bin ein großer Fan von meiner selbstgemachten Reinigungsmilch und mir kommt da auch gar kein industrielles Produkt aus der Drogerie mehr sozusagen in mein Badezimmer und an mein Gesicht. Und ja, die Farbe mag vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, aber ja, es fühlt sich wunderbar gut an auf der Haut und ich hoffe, ich konnte euch zum Nachmachen animieren und inspirieren. Und ihr könnt mir auch gerne von euren Erfahrungen schreiben, wenn ihr das mal nachgemacht habt und wie das bei euch so geworden ist und wie ihr damit klarkommt und wie ihr das mögt oder nicht mögt. Würde mich sehr über Kommentare von euch freuen. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, beim nächsten Mal auch wieder mit dabei zu sein. Ich versuche möglichst jede Woche, wenn es geht, ein neues Rezept, ein neues Video hochzuladen. Und vielleicht seid ihr ja beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Und sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Romy. Tschüss.